Hallo ihr Lieben, heute zum Thema Lieblingsfoundation. Meine Lieblingsfoundation unter anderem ist die Vita Lumière von Chanel, also Vita Lumière Aqua. Das ist eine ganz leichte, ein ganz leichtes, fluidmäßiges Make-up mit HD-Lichtpigmenten, die unsere Haut zum Strahlen bringen. Das ist eine irrsinnig feine, leichte, erfrischende Textur, die sich mit unserer Haut sofort verbindet, also verschmilzt, ohne diesen Maskeneffekt zu haben. Unter anderem sorgen Lotusblüte und Braunalgenextrakt für eine stimulierende, belebende Wirkung. Und das Ganze hat auch noch einen Lichtschutzfaktor von 15. Also super gut geeignet, auch für das Frühjahr jetzt, wenn wir vielleicht etwas eine leichtere Foundation auftragen wollen. Diese Foundation hat eine mittelmäßige Deckkraft, also eigentlich für eine unkomplizierte Haut. Ist also auch für eine reife Haut besonders gut geeignet, weil die reife Haut ja vielleicht nicht so eine feste Foundation verträgt. Die Haut muss ja irgendwie noch atmen können. Und mit dieser Foundation habt ihr so, das ist so ein zweiter Hauteffekt, sagt man. Man hat so ein, als hätte man eine zweite Haut auf dem Gesicht. Also es ist wirklich ein richtiger frischer Kick. Ich werde es euch demonstrieren, aber ihr könnt es natürlich nicht nachempfinden. Wenn man diese Foundation aufgibt, das ist so ein kühler, also es ist so ein kühler Effekt einfach. Also vor jedem Gebrauch soll diese Foundation natürlich geschüttelt werden. Das ist immer bei flüssigen Produkten so, also nicht nur bei Chanel, bei allen Produkten, die ihr in so einem Flakon habt, bitte immer schütteln. Also schütteln, schütteln, schütteln. Ihr könnt die Foundation mit den Fingerspitzen auftragen, mit einem Beauty Blender, was ich in diesem Fall nicht tun würde, weil ein Beauty Blender, das ist ja so ein Schwamm, und so ein Schwamm nimmt natürlich viel an Produkt auf und ihr habt eigentlich die Hälfte von der Foundation im Schwamm und nicht auf eurem Gesicht. Ein Beauty Blender ist gut zum Verblenden, aber ne? Also für diese Chanel, die ist einfach zu kostbar, kostet um die 44 Euro, würde ich jetzt nicht den Beauty Blender nehmen. Entweder die Fingerchen oder ihr nehmt einen Foundation Pinsel. Ich mag das sehr gerne mit einem Foundation Pinsel und werde euch das jetzt mal vormachen. Ich werde euch wieder so ein kurzes Make-up-Tutorial zeigen. Also jetzt heute mal nur mit Chanel Produkten, mit eine Foundation, mit also Chanel Foundation, Lidschatten, einem Lippenstift und so ein bisschen so ein Augenbrauenstift. So, ich gebe das jetzt mal hier auf. So, geschüttelt habe ich. Na, sag mal. So, seht ihr, das ist jetzt nicht besonders viel. Und nehme den Pinsel und gehe mit kreisenden Bewegungen, also das ist, als würde ich mir eine Feuchtigkeitscreme auf das Gesicht geben. Ich habe viele Foundations schon probiert, aber ich habe dieses Gefühl wirklich bei noch keiner gehabt. Ich glaube, das ist viel zu viel, was ich aufgegeben habe. Also eine schöne Deckkraft nimmt, also Mittel, ne, nimmt also auch die geplatzten Äderchen und naja, so Stellen, was man so hat, so Unebenheiten. Es ist wirklich ein ganz, also es verschmilzt mit der Haut, ihr seht das ja, ne? Es ist dieser, es bleibt zurück ein ebenmäßiger, frischer Ton. Und dieses Lotuswasser und diese Braunalge, das ist schon, also man merkt, dass auf der Haut was passiert. Und ich trage ja gerne diese pudrige Foundation, diese Mineralpigmente von The Minerals. Unter anderem auch dann dieses von Max Factor, was ihr kennt. Aber das war mir ein besonderes Anliegen, euch die Chanel nochmal vorzuführen. Zumal eine liebe Zuschauerin und auch eine YouTuberin mich gebeten hatte, zeig doch mal die Chanel, weil sie... Die liebe Amelie war das vom Kanal Amelies Neue Welt, weil sie im Überlegen ist, ob sie jetzt sich diese von Estée Lauder, die ja total gehypt wird, oder diese Chanel kauft. Ich möchte jetzt nicht Werbung für irgendjemanden machen. Ich persönlich würde natürlich Chanel vorziehen. Chanel ist es ist wirklich ein Hauch Exklusivität. Und wir sind ja in einem gewissen Alter, wir sind ja nur keine 15 mehr und auch keine 22. Wir sind in einem gewissen Alter und so, bei sparsamer Anwendung, ihr braucht wirklich nicht viel davon, hält das Ding auch ein halbes Jahr oder ein Jahr, je nach, wenn man jetzt mal ein bisschen wechselt. Und warum sollen wir uns nicht mal was Gutes gönnen? Also, ne, ihr kennt meine Devise, weniger ist mehr und
Ja, man, ne? Was soll ich jetzt dazu sagen? Also gut. Ich kann da jetzt auch, ich habe da auch jetzt nichts Vergleichbares, wo ich sagen könnte, okay, so ein Tube, ne? Weil das ist schon was Besonderes. Das ist jetzt, ja. Gehen wir weiter mit Chanel. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen auf meinem Handrücken drauf. Das ist ein Augenbrauenstift. Jetzt gehe ich noch mal ein bisschen über die Augenbrauen. Das ist auch so zweigeteilt. Stift und so Pinselchen. Ist sehr schön praktisch. Der verbiegt sich manchmal so ein bisschen. So, und dann habe ich ja die, hatte ich ja schon mal vorgestellt, dass diese Illusion d'Ombre 83 Illusoire ist wohl schwer zu bekommen, habe ich schon mitbekommen von Freundinnen. Ich könnte in das Produkt mit dem Finger gehen oder ich habe speziell hier so einen kleinen Pinsel. Und gehe jetzt mit diesem Pinselchen nur ganz mit dieser breiten Seite. Auf das Augenlid und hier unten drunter. Ja. Also ich ziehe mir mit diesem. Das ist ein toller Pinsel. Das ist. Also ich habe den dazu bekommen. Das ist ein abgeschrägter Synthetikerpinsel. Sehr schön für die Reise, auch wenn man jetzt nicht so große Pinsel mitnehmen möchte, weil der hat auch einen Verschluss, also eine Verschlusskappe. Wenn ihr euch den kauft, diesen Lidschatten, oder wenn ihr mal beim Douglas seid, geht mal zum Chanel-Stand und fragt mal, ob ihr so einen Pinsel bekommt. Die haben Unmengen von Pinseln da. Die können die euch ruhig geben. So, das ist wieder dieses Pinky, Minky, Lilac Lied, Taupe. Das ist wieder diese tolle Farbe, die undefinierbar ist und uns so einen frischen Blick schenkt. Jetzt die Mascara. Das ist die Le Volume. Ich habe jetzt hier einen Lippenstift, diesen Rouge Coco Stylo in der Farbe 216. Das sind solche Lippenstifte zum Rausdrehen. Es klickt so. Ich gebe euch den mal auf. Das ist eine Farbe, die den natürlichen Hautton unserer Lippen unterstützt. Und ich habe das jetzt schon gemerkt beim Auftragen auf der Hand. Das ist wahnsinnig soft. Ich gehe mir jetzt damit auf die Wangen, ihr wisst, die Apfelbäckchen. Und mit der gleichen Farbe natürlich auf die Lippen. Das ist übrigens sehr schön, wenn man dieses einheitliche Bild hat. Also sowohl Wange als auch die Lippen in der gleichen Farbe. Ein frisches Tages-Make-up mit Chanel-Produkten. Wenn ihr das aufgebt, dieser Stift, der ist, also das ist pure Feuchtigkeit. Also ich habe den jetzt schon eine Weile und der hält wirklich, also ihr habt nicht das Gefühl, ihr müsst nicht mal vorher eincremen. Also das heißt eincremen, eure Lippen pflegen. Das ist ein softiges Aha-Erlebnis. Gut, ich mache jetzt mal, wenn man das so ein bisschen, bei Rot ist das immer bei so einem, bei einem
einer dunkleren Farbe muss man mit der Kontur immer so ein bisschen aufpassen. Also dieser Lippenstift, der ist der. Das ist, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin wirklich total begeistert und ich bekomme kein Geld. Ich bin nicht verpflichtet, das zu machen. Es ist einfach meine pure Begeisterung. Ich habe nicht so viele Kosmetika, das werdet ihr wahrscheinlich schon festgestellt haben. Weil man hat so, ich habe so meine Lieblingsprodukte und mit denen versuche ich verschiedene Styles zu schminken und euch die zu empfehlen. Sowohl Drogeriemarkt als auch High-End. Aber es gibt eben so ein paar Sachen. Und ich begeistere meine Freundin damit. Also das ist ja, hat ja nichts mit Überredungskunst, aber wenn man selber so begeistert ist von etwas und sieht, mein Gott, das sieht toll aus, dann will ich das auch haben. Also so geht es mir ja auch. Also wenn ich sehe und denke, oh, die redet aber toll darüber, mein Gott, das schaue ich mir mal an. Und wenn ich dann auch das Aha-Erlebnis habe, dann legt man sich das zu. Also diese Coco Rouge Shine und dann wird es wieder so zurückgedreht und dann verschwindet der, also dieser Stift, dieser Farbstift in diesem Gehäuse. So ihr Lieben, das ist der von mir vorgeschlagene Chanel Look mit 5 Produkten, aber eigentlich 4, gut, der Eyebrow Style ist ziemlich egal, also mit dieser Foundation lag mir ein bisschen am Herzen, weil ich die der Amelie auch mal vorstellen wollte. Dann den Eyeshadow, den hatte ich auch schon mal extra in einem Video vorgestellt. Und eben dieser tolle, tolle Lippenstift, dieser Rouge Stylo in der Farbe, ich glaube, 216 war das. Und den ich, wie gesagt, für die Lippen und für die Wangen benutzt habe, weil ich das sehr schön finde, wenn das so eine Symbiose ist. Also Wange und Lippen, einfach so ein frischer Look und mit diesem Illusoire, also 83 Illusoire mit diesem tollen creamy Eyeshadow, der in dieser Farbe Minky Pinky Lilacly, obwohl er Illusoire heißt, der wie gesagt zu allen Augenfarben passt und der dieses gewisse Etwas auf die Augen zaubert, also die Augen so egal wie gesagt welche Farbe sie haben, die Augen so zum Strahlen bringt. Also ihr Lieben, ich versuche mal den Ausmacher. Ich hoffe, ihr konntet jetzt irgendwie damit was anfangen. Also besonders lag mir, wie gesagt, nochmal diese Foundation am Herzen, weil ich habe ja nicht so viele Foundations. Das habt ihr ja schon mitbekommen. Ich schminke meistens mit Bare Minerals oder auch mal diesem Max Factor, was ich auch ganz nett finde. Aber die hier, die ist natürlich was ganz, ganz Besonderes. Ein Hauch von Exklusivität. Chanel Vita Lumière Aqua mit Lichtschutzfaktor 15. Ihr habt dieses zweite Hautgefühl. Ein frischer, ebenmäßiger Ton bleibt euch zurück, also bedingt durch Lotusblütenwasser und diesen Braunalgenextrakt, was wiederum stimulierend auf unsere Haut wirkt. Achso, und Hyaluronsäure ist natürlich auch noch darin enthalten, um den Feuchtigkeitsgehalt der Haut zu erhalten. Also, kostet um die 44 Euro. Ist jetzt mal eine Vorstellung. Wer das mal ausprobieren möchte, geht doch mal einfach in irgendeine Parfümerie, also Douglas ist ja meistens die Parfümerie, und schaut euch das mal an. Es gibt 8 bis 10 verschiedene Farbtöne davon und es bringt übrigens nichts, wenn ihr euch das auf dem Finger oder hier auftragen lasst. Lasst euch ein bisschen am Hals hier, lasst euch ein bisschen, die sollen euch ein bisschen Make-up praktisch hier aufgeben und dann geht ihr mit einem Spiegel, lasst euch einen Spiegel geben und geht mit der raus ins Tageslicht und guckt euch das an. Das machen die, ihr dürft da keine Hemmung haben. Also nicht einfach hier, ach nö, das passt schon. Nee, das passt nicht. Ihr müsst mit diesen Produkten ins Tageslicht gehen. Nur nochmal so als kleinen Tipp. So, ihr Lieben, ich wünsche euch wie immer alles Liebe, alles Gute. Ich hätte eigentlich Bonjour sagen können, weil ich heute französische Produkte vorgestellt habe. Dann sage ich jetzt au revoir und au revoir, genau, au revoir und bis bald.